Ich ändere das hier in Taskdoc-HTML. Dann wird da nämlich so eine billige HTML-Seite eingebunden. Und die ist jetzt hier auch leichter auszudrucken. Aber dafür hat die jetzt nicht diese ganzen Sonderfunktionen. So, das ist eigentlich schon alles. Ja? Also ich brauche hier einfach nur Taskdoc einzugeben und das war's. Häufig sind aber die Auswertungsansprüche der Kunden noch individuell. Sie sagen, ja, ich will aber nur die Aufgaben haben, die morgen fällig sind. Oder ich will nur die Aufgaben haben, die dem Erik Klein zugewiesen sind. Oder ich will nur die Aufgaben aus diesem Bereich haben, die dem Erik Klein zugewiesen sind und morgen fällig sind und keine Ahnung, schon seit so und so lange liegen. Und genau dafür gibt es sogenannte, also dieses Taskdoc-Makros und Parameter. Ich habe hier dafür mal einen Shortlink erstellt, und zwar wenn Sie seibert.biz, so wie ich, slash Taskdoc-Makros eingeben. Ich poste diesen Link auch nochmal in den Chat für diejenigen, die im Chat teilnehmen. So, klick. Dann kommen Sie hier auf eine Seite, wo Taskdoc in einem Support Center darstellt, welche Möglichkeiten es gibt. Hier steht nur erstmal hier Taskdoc und Taskdoc HTML, haben wir schon ausgefüllt. Und dann gibt es die ganzen Anpassungsmöglichkeiten. Ja, ich will nur bestimmte Wiki-Bereiche sehen oder mehrere Wiki-Bereiche. Dann schreibe ich hier noch Space Key und den Space Key dahinter oder auch mehrere. Ich möchte nur bestimmte Dokumententitel sehen, ich möchte nur bestimmte Mitarbeiter und so weiter, ich möchte Labels, die den Seiten vergeben worden sind, berücksichtigen. Wir gehen jetzt nicht alle durch diese Einstellmöglichkeiten, aber Sie sehen schon an der Anzahl, man kann die Spalten konfigurieren, man kann die Assignees, die Reporter, die Due Dates und so weiter und so fort. Alles schön filtern und damit so ein kleines sozusagen Wiki-Projektmanagement-Übersichts-Chartboard erstellen. Also eine ziemlich umfangreiche Funktionalität hier, die da sehr viele Einstellmöglichkeiten hat. Gut, soweit. 11:58 Uhr. Jetzt wären wir meines Erachtens inhaltlich soweit durch. Die Frage bleibt, gibt es Fragen? Wenn es Fragen gibt, dann stellen Sie die jetzt noch schnell ein. Ansonsten, wenn Sie das Taskdoc ausprobieren möchten, können Sie sich gerne an Herrn Klein, an mich oder an einen anderen Consultant von Cyber Media wenden. Wir helfen Ihnen dabei, das in Ihrer Wiki-Instanz zu aktivieren. Wir stellen Ihnen auch gerne kostenfrei und unverbindlich eine Testinstanz von Confluence zur Verfügung, wo das dann implementiert werden kann. Wir stellen Ihnen gerne Evaluationslizenzen zur Verfügung. Das ist ja ein kostenpflichtiges Plugin. Man braucht also eine Lizenz und so eine Testlizenz kriegen Sie auch von uns. Wenn Sie Taskdoc kaufen möchten, können Sie das bei uns tun. Wir gewähren 10% Naturalrabatt auf den Lizenzpreis und freuen uns ansonsten, wenn wir Sie dabei beraten können. Wir haben schon mehrere Projekte mit Kunden durchgeführt. Teilweise auch, ich erinnere mich da an ein Konzernprojekt, wo wir sehr intensiv auch mit diesem Plugin gearbeitet haben, stehen im engen Kontakt mit dem Hersteller des Plugins. Sind zum Beispiel für die deutsche Übersetzung zuständig. Leider ist es noch nicht so richtig implementiert, wobei das mehr eine Herstellersache ist. Und ja, Steht da auch ein sehr engagiertes Entwicklerteam hinter diesem Plugin. Das heißt, es wird wirklich hier proaktiv auch auf Anfragen reagiert. Wenn Zusatzanforderungen kommen, dann ist das Team wirklich bemüht, die auch möglichst schnell mit dem nächsten Release umzusetzen. gut. Gab jetzt keine weitere Frage im Chat. Insofern danken wir für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass viele Leute dabei gewesen sind. Und freuen uns auf nächstes Mal. Nicht vergessen, jeden Donnerstag 11:15 Uhr. Wir werden ab dem 19.10., das heißt also in 1,5 Wochen, jeden Dienstag auch eine Online-Sprechstunde anbieten. Das ist sozusagen neu. Das werde am Anfang ich machen, vielleicht später auch noch andere Mitarbeiter oder mit Gästen mal schauen. Aber bei diesem, die Giraffe ist das Beste an der Sendung. Vielen Dank für diesen Kommentar. Das fassen wir jetzt mal nicht als Lob auf, oder vielleicht doch als Lob. Wir werden dienstags um 11:15 Uhr eine Sprechstunde anbieten. Das heißt, Sie können da hinkommen und können einfach Ihre Fragen stellen. Und ich zeige ja auch nochmal, Sie können auch im Vorfeld schon Fragen stellen, die wir dann bearbeiten.
Am besten ist es natürlich, wenn Sie, also wenn Sie hier cyberbiz / Sprechstunde eingeben. Auch das kann ich hier nochmal kurz. Das ist immer das Tolle, wenn der Erik Klein mit dabei ist, dann weiß ich, es gibt ein paar Groupies. Ein paar Groupies werden dabei sein und werden uns helfen. Also hier ist jetzt auf der Sprechstundenseite und hier unten gibt es eine Fragenliste zur Sprechstunde. Da gucke ich auch nochmal in den Chat rein. Und da können Sie uns Fragen stellen, wie das hier auch teilweise schon passiert ist. Und die werden wir dann in der Sprechstunde behandeln. Wenn jemand live da ist, geht der natürlich vor. Ansonsten arbeiten wir hier diese Aufgabenliste mit in der Sprechstunde ab. Und das Ziel ist einfach, Ihnen da nochmal die Möglichkeit zu geben, eine kostenfreie, unverbindliche Beratung mit uns in Anspruch zu nehmen. Das wird öffentlich sein, das wird unter der gleichen, also unter cyberbiz/Sprechstunde zu erreichen sein. Ab Dienstag, den 19.10. um 11.15 Uhr zum ersten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da auch dabei sein würden. Und ansonsten halt, wie immer, donnerstags 11.15 Uhr, wir werden Ihnen bestimmt eine E-Mail schicken, wenn das nächste Wiki-Thema ansteht. Wenn Sie noch keine E-Mails von uns kriegen und möchten die gerne bekommen, dann können Sie hier in dieser Toolbar auf Newsletter-Abos klicken. Meine Auflösung ist so klein, dass der Link ausgeblendet wird, aber unter cyberbiz/newsletter kommt man da auch ganz leicht hin. Auch das poste ich nochmal in den Chat. Und dann können Sie sich in unseren Newsletter eintragen und dann informieren wir Sie über die stattfindenden Sessions. Alles klar. Soweit. Vielen Dank. Danke an Erik auch. Danke für die rege Beteiligung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.